Mitarbeiter. Das heißt, hier können maximal wie viele denn arbeiten? Ah, 10, okay. So, dann machen wir mal 6. In der Hoffnung, dass es mehr wird. Holz bräuchten wir auch ein bisschen mehr. Weil ich dadurch, dass ich gerade eh nicht arbeiten kann, also nichts Neues bauen kann, setze ich jetzt mal noch 2 kurz zu Holz. Weil alles ist besser, als einfach nur drumherum zu sitzen. So, können wir hier wie viele hin? Okay, dann können wir noch 2 hier. Top. Das heißt, wir können das dann ausbauen, die Stufe ausbauen. Dann können die mehr fördern. Lehm haben wir, glaube ich, schon 3. So, was ist hier los? Gibt's hier was Neues? Willst du Wasser kaufen? Bestellt wurde der Handel still und es bleibt auf Töpfer 10 zum Töpfer. Das sind 100, habe ich hier 223 Pfennig. Für 100, wenn das jetzt natürlich günstig ist und ich das dann wieder verkaufen kann. Ich mache das jetzt einfach mal. Okay, ich habe jetzt auf dem Töpfer Ware gekauft. Für 130 Pfennig. Ich notiere das auch gerade mal. Also wird es noch so ein bisschen so ein Handelsgame ist natürlich auch mit dabei. Das ist natürlich jetzt auch interessant. Wenn ich jetzt für den hier brauchst du Töpferware. Also ich müsste dann mal auch so die Preise notieren. Hallo? Marktplatz, okay. Ich bin stolzer Besitzer von Töpferware. Okay. Sind die jetzt hier drin, oder? Ne, hier liegt ein Haufen Holz. Wo ist mein Töpfer? Hier ist Lehm. Okay, Ah, ne, warte, ich wollte gar nicht dahin. Das dauert immer einen Moment. So. 12 Pfennig Steuern. So, wir haben jetzt hier Handelsgüter. Okay. 12. Wie viel habe ich da jetzt gekauft? Vasen. Ich hätte mir aufschreiben sollen, wie viel ich jetzt davon habe. Sehe ich das irgendwo? Ah, warte mal, ich muss drüber gehen. 10 Tonnen Keramik habe ich. Das heißt, für 10 Tonnen kriege ich 120. Das heißt, der hat mich voll übers Ohr gezogen. Vielleicht steigt der Preis noch. Wenn ich es kaufe, muss ich 170 zahlen. Okay, aber ich habe es schon mal günstiger gekauft, als es hier auf dem freien Handel zu kaufen. Okay, deswegen... Not too bad. Die Stadtratssitzung beginnt in einer Stunde, das heißt um 8 Uhr. Das Lager füllt sich. Ne, ist das jetzt Lager? Wo war ich denn gerade eben drin? Ist das? Speicher? Was ist das? Ach, das gehört zum Rathaus. Okay, also es ist... Ah, das ist der normale Lager, den ich habe. Okay. So. Hier, wie sieht's aus? Da schlafen 2. So, dann gehen wir doch gerade mal rein. Wo ist die Stadtsitzung? Hier, okay. Hallo, was geht ab? Kann ich jetzt hier irgendwie teilhaben, oder? Okay, wir warten mal noch 5 Minuten, dann beginnt die Sitzung. Kann ich mich hier hinsetzen, oder... Ah, ne, ist normal. Der König steht auf dem Tisch. Wollt ihr in der Stadt zurück? Ja, natürlich. Sehr geehrte Ratsmitglieder, hiermit erkläre ich die heutige Sitzung für eröffnet. Beim Protokollvernehmen wird der Rat über folgende Themen beraten. Kopfsteuer, Folter, Gesetzgebung. Okay. Ruhe bitte. Auf Antrag eines unserer Ratsmitglieder wollen wir uns nun mit... Holy, was? Die Kopfsteuer ist zu hoch. Wenn wir weiter so verfahren, werden wir bald ein Heer an unzufriedenen, aggressiven Bauern vor der Tür stehen haben. Niedrige Kopfsteuer. Versucht ihn vom Gegenteil. Enthaltet euch zu dieser Meinung. Bestärkt ihn in seiner Aussage. Ja,
bestärkt ihn Sarah. Ihr könnt recht haben, ich überdenke das noch einmal. Okay. Wer von ihnen hat sich nun noch nicht geäußert? Unser Startsäckel ist fast leer. Wie wäre es mit einer Anhebung der Kopfsteuer, um denen beizukommen? Höhere Kopfsteuer. Okay. Ich verstehe eure Interessen, muss aber bei meinem Standpunkt zum Wohle der Bürger bleiben. Okay. Unser Staatssäckel ist fast... Hä, was? Ist das jetzt ein anderer, oder was? Danke für eure Ausführungen. Wer hat noch etwas zu dieser Sache beizutragen? Nehmt das Änderungssteuer nicht auf die leichte Schulter, da die Stimmung der Bevölkerung leicht umschlagen kann. Unentschieden. Euer Einsatz für diese Sache bezeugt mich. Stimme dagegen. Ich bin eigentlich auch eher hierfür. Nein! 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 Ach so! Ich hab gedacht, ich hab hier gedrückt. Also, ja, was zur Debatte folgt und was? Erlauben? Nur zu schmerzen lassen sich aufrichtige Geständnisse einwirken. Vergesst nicht, dass die Folter unser wirksamste Werkzeug gegen gesetzlos ist. Folter erlauben. Uff. Komm, dann machen wir das doch mal, ja, auf geht's. Also, sie sind wohl alle dafür. Vielleicht brauchen wir das auch. Zur Abstimmung, ich halte mich der Stimme. Ich stimme für den Antrag. Dafür stimmen. Ja. Wir haben jetzt Folter, also kann eine neue Gesetzgebung verabschiedet werden. Ja. Jetzt noch was. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Brauchen wir auf jeden Fall. Ja. So. So. Puh. Anstrengend. Die erste Ratssitzung. Ich hoffe, jetzt war's das. Ja, beendet. Puh. Sehr schön. Es ist auch schon wieder nach 12. Es hat jetzt lange genug gedauert. Hat sich hier draußen irgendwas getan. Wir haben ein bisschen Geld dazu verdient. Wir haben Holz bekommen. Wir haben Lehm bekommen. Essen ist auch wieder um einiges mehr geworden. Sehr gut. Wir haben 1,8 von 1,2. Was heißt das denn? Alle Betten sind belegt. Okay, es scheint... okay für die Leute zu sein, auch wenn die hier nur irgendwie dumm rumstehen. So, dann sage ich mal, wir legen uns schlafen. Und dann sage ich mal, für die erste Runde, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr noch mehr davon haben möchtet oder was ihr von dem Spiel haltet. Gebt gerne natürlich einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und dann sage ich für diese Aufnahme vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.